Hallo, liebe Fische, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über die Mitte April 2022. Hoffe, es geht euch gut. Hoffe, ihr erfreut euch bester Gesundheit. Die Infobox spreche ich immer wieder an, liebe Fische. Ihr findet sie unterhalb von diesem Video hier. In der Infobox findet ihr beispielsweise die Karten, die ich in meinen Readings verwende. Ihr findet dort Social Media Links von mir, Informations- und Special Videos. Ihr findet dort auch euer Jahresreading für das aktuelle Jahr. Wenn ihr euch das anschauen möchtet und es noch nicht getan habt und das nachholen möchtet, könnt ihr das dort gerne tun. Natürlich findet ihr auch dort das weiterführende Reading über diese Legung hier, welches ihr im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne wahrnehmen könnt, aber nicht müsst. Und ansonsten starten wir mit eurem Reading. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in die Mitte April 2022 meiner Fische. Der Biber. Der Biber ist euer Krafttier für diese Zeitspanne, liebe Fische. Und der Biber spricht von der Kraft der Vision, was auch eure Hauptenergie darstellt. Achte auf deine Träume, Visionen und Wünsche. Sie sind die Samen für neue Impulse dieser Welt, in dieser Welt. Interessant, das hört sich sehr mystisch an, das hört sich auch sehr hochgegriffen tatsächlich an. Neue Samen, Impulse dieser Welt. Interessant, Kraft der Vision. Viele von euch haben hier definitiv etwas Größeres vor, ein großes Anliegen, beziehungsweise kann das hier auch sehr, sehr gut so eine Art Wunschtraum von euch darstellen, welchen viele von euch wahrscheinlich schon angegangen sind in der Vergangenheit, dennoch noch nicht an das Ziel angekommen sind. Das kann ich mir hier gut vorstellen. Achte auf Träume, Visionen und Wünsche. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass ihr viel mit der Intuition zu tun haben werdet, liebe Fische, viel mit der inneren Stimme, mit dem Bauchgefühl, beziehungsweise aber auch dem Durchsetzungsvermögen, was das angeht, was ihr haben möchtet. Viele von euch werden hier auf ihr Recht beharren tatsächlich, beziehungsweise kann ich mir auch gut vorstellen, dass viele von euch etwas mehr auf sich selbst schauen, auf die eigenen Bedürfnisse, auf die eigenen Wünsche. Das werde ich aber definitiv im Hauptreading wohl noch herausfinden. Es lässt hier noch recht viel Interpretationsspielraum übrig. Auf jeden Fall ist der Biber auf euer Krafttier für diese Zeitspanne, für die Mitte April potenziell. Und die Kraft der Visionen ist eure Hauptenergie. Sie sind der Samen für neue Impulse in dieser Welt. Interessant. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in die Mitte April 2022 meiner Fische. Die 10 der Kelche. Die 10 der Kelche stellt schon mal tatsächlich ein Ziel dar und das ist dann ein sehr hochgegriffenes Ziel. Ich sprach gerade von einer Art Wunschtraum und das kann hier sehr, sehr gut darin dargestellt sein. Mit hochgesteckten Zielen meine ich meistens etwas wie beispielsweise eine Familie gründen oder ja vielleicht sogar die Traumreise machen, die man sich ja mit 50 Jahren mal leisten wollte, beziehungsweise vielleicht auch so etwas wie eine Auswanderung oder etwas sehr, sehr hochgegriffenes auf jeden Fall. Ein Eigenheim beispielsweise, das Traumauto etc. Also das sind hochgegriffene Ziele, hochgesteckte Ziele, die man hier definitiv verfolgen möchte. Ich bin ein großer Fan davon tatsächlich, dass man sich Ziele hoch steckt, hoch ansetzt. Und es gibt einen sehr schlauen Satz, der mir dazu einfällt. Ich weiß leider nicht, von wem dieser Satz stammt im Original, aber es heißt, ich habe kein Problem damit, wenn ihr hoch zielt und daneben schießt. Aber ich habe ein Problem damit, wenn ihr extra niedrig zielt, trifft und euch darüber freut. Dieser Satz ist, ich finde ihn sehr imprägnant tatsächlich, ich finde ihn auch sehr, sehr gut formuliert und um etwas derartiges kann es sich hier tatsächlich für viele von euch handeln. Wie geht es weiter? Das ist die 9 der Münzen. Tatsächlich ist die 9 der Münzen eine Energie, die viel auf die Selbstfürsorge hindeutet, auf den hohen eigenen Selbstwert und die Selbstliebe. Man kann auch Souveränität und Kompetenz in dieser Karte erkennen. Man weiß hier definitiv, was man kann, was man nicht kann. Man hat eine gesunde Selbsteinschätzung, also man überschätzt sich nicht, aber man unterschätzt sich auch nicht. Man weiß, wozu man fähig ist
Und für viele von euch ist es auch völlig klar, dass ihr dazu fähig seid, euer Ziel, euren Wunsch, euren Traum hier erreichen zu können. Wie geht es weiter? Der Stern. Sehr viel spirituelle Energie auch. Das sieht man hier nicht nur im Stern, sondern auch mit dem ersten Satz hier. Achte auf Träume, Visionen und Wünsche. Hier ist eine Wunschkarte, hier ist eine Wunschkarte, respektive Glückskarte. Also es geht hier tatsächlich um etwas, was viele von euch eventuell schon seit längerem verfolgen. Ein Ziel sein, welches viele Menschen tatsächlich verfolgen. Dieses Ziel, jemanden zu finden, der einen so liebt, wie man ist, beispielsweise. Oder jemanden zu finden, mit dem man alt werden könnte. Das sind solche Anliegen. Natürlich sind dies meiner Interpretation nach auch hochgesteckte Ziele, weil viele von euch werden wissen, das ist gar nicht so leicht, so jemanden zu finden. Und man sucht da teilweise sehr, sehr lange, beziehungsweise sucht man nicht immer, sondern teilweise kommen diese Menschen auch auf einen zu. Aber es kann für den einen länger dauern, für den anderen nicht so lange dauern tatsächlich, bis ein solcher Mensch in euer Leben schneit sozusagen. Wie geht es weiter? Das ist die Mäßigkeit. Die Mäßigkeit tatsächlich ebenso eine Heilungskarte, wie es auch der Stern ist. Jetzt habt ihr hier schon zwei Heilungskarten von den drei Heilungskarten, die es im Tarot gibt. Und die dritte im Bunde wäre tatsächlich dann die vier der Schwerter. Es kann sich hier vermehrt um einen Vorfall drehen, der vielleicht verletzend ist oder war. Das kann in der Vergangenheit passiert sein oder euch gegenwärtig beeinflussen. Denn mit der Mäßigkeit und mit dem Stern nebeneinander ist hier schon etwas angedacht, was heilsam sein soll. Vielleicht auch friedlich möchte man hier etwas gestalten, was im Moment doch recht chaotisch ist. Etwas Unausgeglichenes möchte man in die Balance bringen und vor allem auch hier in der Spiegelung sieht man sehr deutlich, dass viele von euch hier ja, erkennen möglicherweise, dass man sich selbst regenerieren muss, dass man sich selbst wieder in eine Art Gleichgewicht bringen muss oder einen inneren Frieden erreichen muss. Das kann natürlich ein Job sein, eine Beziehung gewesen sein, ein Mensch an eurer Seite, eine Freundschaft kann das sein. Die war in der Vergangenheit für viele von euch nicht gewinnbringend, nicht zufriedenstellend. Ihr habt mehr erwartet, beziehungsweise fühlt ihr euch so, und ich glaube tatsächlich, dass ihr euch so fühlt, dass ihr mehr verdienen könnt. Also nicht verdienen im Sinne von finanziellem oder so etwas, sondern ihr seid zu mehr auserkoren. So sehe ich das hier für viele von euch resonieren. Es klingt natürlich sehr hoch, aber ich habe hier auch schon sehr hoch gesteckte Ziele tatsächlich. Wie geht es weiter? Die 10 der Schwerter. Die 10 der Schwerter ist eine Energie, die oftmals eine mentale Belastung darstellen könnte. Diese mentale Belastung, die ist vorrangig bei euch, liebe Fische, ja, in der Mentalität eben im Kopf vorhanden. Man fühlt sich hier teilweise am Boden, man fühlt sich hier eventuell auch hintergangen bzw. betrogen. Und dieses betrogen fühlen, das kann ich mir hier teilweise sehr unregelmäßig vorstellen, weil ich habe die Spiegelung auf die 10 der Kelche. 10 Kelche, 10 Schwerter, sehr konträre, sehr gegensätzliche Energien. Und einige von euch könnten hier tatsächlich mit Stimmungsschwankungen zu kämpfen haben, beziehungsweise diese eben durchleben. Denn an einem Tag kann es euch sehr, sehr gut gehen und am nächsten Tag ist diese gute Laune schon wieder verflogen und man fühlt sich hier recht mies, recht unausgelastet, recht perspektivlos möglicherweise. Ich kann mir hier tatsächlich vieles vorstellen. Definitiv ist es eine Art Wanken, welches ihr durchlebt, denn euer Alltag, eure Routine, euer tägliches Dasein, so kann ich es auch ausdrücken, das wankt hier mal von Zeit zu Zeit in seiner oder ihrer Erfüllung. Also man fühlt sich teilweise gut, teilweise fehlt einem wieder etwas. Und das ist tatsächlich launenabhängig, vielleicht auch tageslaunenabhängig. Der Tod ist hier im Outcome. Der Tod ist eine ganz klassische Veränderungskarte. Es geht hier um Transformationen bzw. Entwicklungen, die in Zukunft euch bevorstehen könnten, liebe Fische. Eventuell möchten auch viele für diese ja, Neuerung, Veränderung selbst sorgen. Das kann ich mir gut vorstellen. Vor allem hier mit dem Tod im Outcome ist das häufig angedacht. Es könnte eines dieser Ziele darstellen, welches viele von euch realisieren wollen.
Aber viele von euch verspüren auch tatsächlich, dass sich etwas in der momentanen Situation, um die es hier für viele von euch per se geht, die aber teilweise auch sehr unterschiedlich sein kann, dass sich da etwas verändern muss. Sozusagen, so geht es nicht weiter. Das könnte eine Erkenntnis sein, die viele von euch bereits innerhalb dieser Situation davongetragen haben. Eine Klärung zu den 10 der Kelche. Das ist der Ritter der Schwerter. Der Ritter der Schwerter ist eine Hofkarte im Luftzeichen. Es handelt sich hier häufig um eine strategische Person, eine Kopfperson, also ein Denker oder eine Denkerin natürlich. Der Ritter der Schwerter ist jemand, der häufig unverblümt das ausspricht, was er haben möchte. Teilweise eine sehr verbissene Energie. Ich nenne ihn gerne den Brechstangen-Bernhard. Das ist jemand, der gerne mit dem Kopf durch die Wand möchte, um sein oder ihr Ziel zu erreichen. Das ist hier nämlich auch die Klärung auf die 10 Kelche, das hochgesteckte Ziel. Und ich kann mir hier tatsächlich so etwas wie eine Überstürzung vorstellen, liebe Fische. Man möchte etwas haben oder man wollte etwas haben, das kann auch vergangenheitsbezogen sein. Und man war bereit, alles für diesen Wunsch, für dieses Ziel, für diesen Traum zu geben. Und tatsächlich hat es am Ende dennoch nicht gereicht. Der Kraftaufwand war nicht ausreichend, beziehungsweise hat man eben nicht das bekommen, was man sich eigentlich vorgenommen hat. Teilweise liegt der Grund darin, dass man hier etwas zu verbissen versucht hat, zu schnell wollte, zu früh wollte möglicherweise. Man kann hier sagen, man wollte zu einem gegebenen Zeitpunkt um jeden Preis etwas erreichen und hat es dabei vielleicht etwas, ich sage jetzt mal, überstürzt, beziehungsweise war man vielleicht etwas hochmütig auch. Hochmut ist eine sehr seltene Deutungsvariante, man findet sie aber hier in der Konjunktion zu den 9 der Münzen. Und das kann für viele von euch in einem ganz bestimmten Bereich der Fall gewesen sein. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wollte man eventuell zu viel. Eine Klärung zu den 9 der Münzen. Die 7 der Stäbe. Bei den 7 der Stäben handelt es sich häufig um Hürden und Barrikaden, die es gilt zu überwinden. Es kann sich hier auch im Speziellen um einen Menschen drehen und handeln, der tatsächlich so etwas wie eine Verteidigungshaltung eingenommen hat. Ich sehe das hier dann eher als einen Gegenüber und vor allem dann für diejenigen resonieren, die sich hier als hochgestecktes Ziel eine Beziehung, eine Partnerschaft, eine Ehe, eine Familiengründung möglicherweise auch mit einem ganz bestimmten Menschen als Ziel gesetzt haben. Und dieses Ziel wollte man zu gegebener Zeit erreichen. Ihr habt auch dieses Ziel noch nicht aufgegeben. Versteht mich bitte nicht falsch. Aber man sieht hier sehr, sehr deutlich, dass man es zu einem bestimmten Zeitpunkt überstürzt hat oder dazu neigt, etwas zu früh, zu schnell zu wollen. Und dieses zu früh, zu schnell, wenn es auf einen Menschen bezogen ist hier, was gut sein kann mit dieser Hofkarte hier, dass dieser Mensch sich überrumpelt fühlt, dass es diesem Menschen zu schnell geht, beziehungsweise dass dieser Mensch von der Geschwindigkeit, wie es vorangehen soll, etwas abgeschreckt sein könnte. Das kann ich mir gut vorstellen. Natürlich ist dies auch im Speziellen auf eure persönliche Situation zu beziehen. Nicht jeder hat hier dieses hochgesteckte Ziel mit einem Menschen, liebe Fische, aber viele von euch oder für viele von euch könnte das tatsächlich so der Fall sein. Eine Klärung zum Stern. Das ist die 4 der Münzen. Bei den 4 der Münzen spricht man häufig von einer Gewichtung. Und eine Gewichtung, ich denke, ich muss diesen Begriff kurz erklären. Viele von euch werden wissen, was ich damit meine, aber die Gewichtung heißt im Prinzip, wie wichtig ist euch etwas? Ja, wie viel seid ihr bereit, für etwas Bestimmtes zu geben? Eine Gewichtung passiert für jeden Menschen unterschiedlich, meistens intuitiv oder instinktiv. Das ist nicht etwas, was man sozusagen ja vorher plant oder vorher sozusagen schon festsetzt oder festlegt. Das passiert von innen heraus tatsächlich. Und wenn es hier einen ganz bestimmten Menschen gibt, beispielsweise, dann hat dieser Mensch hier schon eine sehr hohe Gewichtung.
Ergo läuft aber etwas anderes zurück, beziehungsweise wird in der Gewichtung nach unten geschraubt. Nehmen wir an, es geht hier um eine Beziehung, die ihr realisieren möchtet, mit einem ganz bestimmten Menschen. Und das hat dann die Gewichtung, sagen wir mal, 100%. Dann rutscht aber auch beispielsweise das Hobby. Ne, ein Hobby, dem man vielleicht nachgegangen ist, früher sehr intensiv, da man jetzt sich aber mehr und mehr um diesen Menschen sozusagen kümmert, beziehungsweise sein Hauptaugenmerk darauf legt, rutscht das Hobby so ein bisschen in den Hintergrund, ist jetzt von 100 auf, sagen wir mal, 60% gerutscht. Ich kann mir hier sehr, sehr gut vorstellen, dass viele von euch ein ganz bestimmtes Ziel auch schon in der Vergangenheit verfolgt haben, dies gegenwärtig auch tun. Allerdings wird man dort müde, wird man träge, möglicherweise sollte man sich eine Pause gönnen oder, und das kann für viele von euch auch sein, auf den eigenen Körper etwas mehr hören. Denn dieser Körper, meine ich tatsächlich, braucht eine gewisse Regeneration, braucht eine Pause, auf gut Deutsch gesagt. Das kann ich mir für viele von euch im Speziellen vorstellen. Ihr seid hier doch recht verbissen auf etwas, was ihr haben möchtet. Aber um den Preis haben sich noch viele von euch nicht so viele Gedanken gemacht tatsächlich. Da will man etwas um jeden Preis, aber dieser Preis scheint mir hier doch sehr hoch zu sein, vor allem für einige von euch auch auf die Gesundheit zu schlagen. Eine Klärung zur Mäßigkeit. Die Königin der Münzen. Die Königin der Münzen, eine Hofkarte im Erdzeichen, allerdings ist hier eher eine Charaktereigenschaft beziehungsweise eben auch eine Energie dargestellt, als dass das unbedingt eine Person sein muss. Das ist dann der Fall, wenn eine Hofkarte auf eine große Arkana geklärt ist. Hier ist ein Mensch dargestellt, da Hofkarte auf kleine Arkana. Und ich kann mir hier sehr, sehr gut eure Energie vorstellen, vor allem aber eure Mentalität, euer Brechstangenmodus, euer Ich will etwas um jeden Preis. Die Königin der Münzen ist da tatsächlich sehr anders, fast schon gegenteilig, weil das hier ist eine sehr behutsame Energie, eine Energie, wo man tatsächlich sagen könnte, hier tut jemand einen Schritt nach den anderen tätigen. Beziehungsweise ist es jemand, der die Devise vertreten könnte, gut Ding will Weile haben oder ja, es kommt, wie es kommt, beziehungsweise so etwas wie ein Schritt nach den anderen eben. Diese Königin der Münzen, sie könnte im Negativen als träge, als langsam, teilweise sogar als faul bezeichnet werden. Aber ich empfinde sie hier nicht als faul, sondern ich empfinde sie ruhig. Ich empfinde sie gelassen oder ausgeglichen. Denn die Königin der Münzen ist hier auf die Mäßigkeit geklärt. Und sie spricht eben hier auch von einer Gelassenheit, beziehungsweise inneren Frieden, innere Ruhe, innere Balance. Das hier ist ein Umstand, der mir sehr gesund vorkommt, liebe Fische. Das hier und das hier ist etwas, was wirklich tatsächlich zu einer mentalen Belastung führen kann oder, wie es für viele von euch tatsächlich auch der Fall ist, vielleicht sogar zu einer körperlichen Belastung führen kann. Aber es ist ja deutlich dargestellt, dass man hier auch einmal eine Ruhe braucht, auch mal einen Gang zurückschalten sollte, beziehungsweise seine oder ihre Gewichtung nochmals überdenken soll, weil es neigen hier ihr selbst oder andere Personen in eurem Umfeld teilweise etwas zu kurz zu kommen oder außer Acht gelassen zu werden. Eine Erklärung zu den 10 der Schwerter. Das ist der Ritter der Münzen. Und hier haben wir jetzt tatsächlich eine Hofkarte und für viele von euch ist das hier eine Energie, die sich im Laufe einer gewissen Zeitspanne verändert. Denn der Ritter der Münzen und der Ritter der Schwerter in der Spiegelung hier, das ist der langsamste aller Ritter und das hier ist der schnellste aller Ritter. Und es kann sich hier um eure Energie drehen und handeln, wie ihr tatsächlich das tut, was ich hier auch gerade schon gesagt habe, nämlich mal eine Pause einlegen, einen Gang zurückschalten oder sich auch mal um etwas anderes kümmern, was man vielleicht etwas in den Hintergrund hat drücken lassen, etwas vernachlässigt hat bei seiner oder ihrer Zielverfolgung. Das sieht man hier doch recht deutlich. Viele von euch empfinden euer Ziel, euren Wunsch, euren Traum ab einer gewissen Zeit als so etwas wie aussichtslos, beziehungsweise sehen sich demgegenüber doch etwas skeptisch eingestellt, dass das Ganze in Erfüllung gehen könnte in absehbarer Zeit. Und das sieht man deswegen, weil, wie schon gesagt, das hier ist hohe Geschwindigkeit.
Das hier ist niedrige Geschwindigkeit, das hier ist Geduld, das ist zaghaft, beziehungsweise auch, wie schon gesagt, so ein Schritt vor den anderen. Man hat hier einen Wahnsinns-Speed drauf, auf gut Deutsch gesagt, und man wird im Laufe der Zeit immer langsamer. Und für viele von euch hat das etwas mit einer mentalen Einstellung zu tun, nämlich dass man im Laufe einer Zeit sagt, es hat immer noch nicht geklappt und wann klappt es denn und wird das überhaupt noch was und mache ich etwas falsch oder wie stelle ich das an? Das führt hier bis zu einer Art Hoffnungslosigkeit oder Perspektivlosigkeit. Beziehungsweise kann man sich hier einen Kopf machen und sich dabei auch die ein oder anderen Nächte um die Ohren schlagen, die man eben in Gedanken versunken, fokussiert auf seinen Wunsch hier ist. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, liebe Fische. Es sieht hier sehr speziell aus. Es ist auch ein spezielles Reading tatsächlich. Aber ich hoffe, ich kann euch hier die Grundbotschaft bislang deutlich vermitteln. Das Ass der Stäbe ist hier im Outcome. Das Ass der Stäbe ist eine Handlung. Es ist hier ein Impuls dargestellt. Man spricht auch von der Kreativität bzw. auch dem Tatendrang. Und mit dem Tod hier auch in dem Trigger, wie ich es auch schon vorhin gesagt habe, es scheint mir hier eine Veränderung im Outcome zu sein, die ihr sozusagen forciert, die ihr haben wolltet bzw. die ihr fast schon erzwungen habt. Und das passiert hier potenziell auch im Outcome. Das Ass der Stäbe, und ich sprach gerade von Impulsen, sie sind die Samen für neue Impulse auf dieser Welt oder in dieser Welt. Ich kann mir hier tatsächlich mehreres vorstellen, liebe Fische. Und zwar könnten sich hier einige von euch in absehbarer Zeit, und das werde ich wahrscheinlich hier hinten noch rausfinden, vielleicht auch die nächsten Monate herausfinden in den allgemeinen Readings, dass viele von euch sich in eine neue Routine begeben, in einen neuen Alltag, respektive auch tatsächlich in ein neues Leben. Und dieses neue Leben, dieser neue Alltag, der scheint hier angestrebt zu sein. Hier scheint er mir noch in absehbarer Zeit zu kommen. Aber in Zukunft wird das für euch gang und gäbe sein, beziehungsweise wird dieses Ziel potenziell auch erreicht sein. Für den einen früher, für den anderen später. Das kommt auch sehr darauf an, was ihr euch als Ziel gesteckt habt. Eine Klärung zu dem Ritter der Schwerter. Die Acht der Stäbe. Die Acht der Stäbe ist eine sehr klassische Kommunikationskarte und es geht hier für viele von euch auch um Kommunikation. Das sagt man hier bei den Acht der Stäben, aber nicht nur dort, sondern auch der Ritter und die Mäßigkeit hier sind klassische Kommunikationskarten. Kommunikation kann ich mir hier in vielerlei Hinsicht vorstellen. Und zwar kann diese Kommunikation sich auf einen bestimmten Menschen beziehen, die eventuell tatsächlich dann etwas zurückgegangen ist. Man hat hier eventuell jemanden jeden Tag, das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel. Vor einigen Monaten hat man jemanden jeden Tag geschrieben und hat auch jeden Tag eine Antwort bekommen. Und im Laufe einer gewissen Zeitspanne hat man sich eben nicht mehr jeden Tag geschrieben, sondern nur noch jeden zweiten oder jeden dritten. Man hat auch nicht immer gleich eine Antwort bekommen, sondern man musste da teilweise auch ein bisschen darauf warten. Ich habe hier noch keine Liebendenkarte und auch noch keine Zweiter-Kelche-Karte oder etwas derartiges, was auf eine zwischenmenschliche Beziehung hindeuten würde. Allerdings sehe ich hier die Kommunikation, Konjunktion 7 der Stäbe, Konjunktion Stern. Man hat hier einen Rückgang von 8 auf 7 und dieser Rückgang hat etwas mit der Kommunikation und mit dem Abblocken zu tun. Im ganz speziellen Sinne wurdet ihr hier auf WhatsApp blockiert von eurem Gegenüber. Ihr wurdet, vielleicht wurde sogar eure Nummer blockiert. Vielleicht blockt auch jemand einfach nur die Kommunikation ab. Jemand möchte nicht mit euch reden. Jemand ist nicht empfänglich für eure Kommunikation, für eure Worte, vielleicht auch für eure Taten. Man sieht hier sehr deutlich mit Ritter der Schwerter auf 7 Stäbe und 8 Stäbe auf 7 Stäbe in der Konjunktion, dass ihr jemanden sozusagen erreichen möchtet, dieser jemand, aber im Moment nicht erreicht werden will. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Es wird hier leider nicht allgemeiner, es wird auch nicht leichter zu deuten und es wird auch nicht ja noch klarer werden tatsächlich. Für mich steht es hier sehr, sehr deutlich da, dass hier jemand sozusagen für sich alleine sein möchte, dass hier jemand gerade eventuell andere Dinge zu tun hat, andere Dinge im Kopf hat, beziehungsweise die Gewichtung auf etwas anderes gelegt hat als beispielsweise die Beziehung, nämlich dass sich hier potenziell jemand beispielsweise um seine oder ihre Arbeit kümmern muss.
Das ist aber ein Umstand, den viele von euch nur, sagen wir mal, zähneknirschend akzeptieren hier. Eine Klärung zu den Sieben der Stäben. Das ist die Sechs der Schwerter. Die Sechs der Schwerter ist eine klassische Fortschrittskarte. Man hat hier definitiv ein Ziel vor Augen. Man hat einen Fokus und diesen Fokus lässt man auch teilweise nicht aus den Augen. Das hat hier definitiv etwas mit eurem Ziel zu tun. Und auch hier die Folgekarte der Stern, das Ziel. Ihr wisst hier ganz genau, wo ihr hin wollt. Ihr wisst ganz genau, was ihr wollt, respektive wen ihr wollt. An diesem Ziel wird nichts rütteln. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Weder eine ganze, ja, ein Abblocken beispielsweise wird daran nichts rütteln. Eine Distanzierung von einem gewissen Menschen wird daran nichts rütteln. Ich sag mal so, euer Gegenüber kann sich hier querstellen, wie er oder sie möchte. Ihr werdet dennoch an eurem Ideal, an eurem Wunsch, Traum, Vision festhalten. Und die geht nun mal für viele von euch mit einem ganz bestimmten Menschen hier. Und da wird man nicht ablassen, liebe Fische, denn viele von euch fühlen sich fast schon dazu berufen, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Nehmen wir mal das Zusammensein. Es kann sich natürlich auch auf ein Bündnis hindeuten bzw. hinleiten lassen, dass man hier beispielsweise ja vielleicht seinen Traumjob ins Auge genommen hat und man geht jetzt hier durch mehrere Auswahlverfahren oder Eignungstest oder etwas derartiges und auch durch diese Zeit werdet ihr hier kommen. In der Spiegelung hier mit den 9 der Münzen durch den Selbstwert, Selbstdisziplin, Selbstachtung. Man kann es auch allgemein formulieren, weil ihr euch dazu berufen fühlt, liebe Fische. Weil ihr euer Ziel für euch sozusagen empfindet, dass ihr das verdient. Und das ist eine innere Überzeugung, wo euch hier niemand potenziell abbringen kann. Und auch wenn sich hier jemand querstellt, ihr werdet hier weiterkämpfen. Da bin ich mir sehr sicher. Ihr beweist hier eine starke Hartnäckigkeit, großen Ehrgeiz. Vor allem aber auch ist es so ein bisschen diese Energie mit, ich will etwas haben und ich akzeptiere kein Nein. Das ist hier auch so eine Art von Energie. Eine Klärung zu den 4 der Münzen. Das ist der Mond. Der Mond, liebe Fische, kann hier sehr, sehr gut auf Geheimnisse hindeuten, auf das Unsichtbare oder das Unklare. Teilweise ist das aber auch, vor allem hier in der Spiegelung auf den Stern, eine spirituelle Karte. Mit der Spiritualität und im Biber war sie auch schon zu vermuten, kann ich hier sehr, sehr gut einige von euch tatsächlich darin erkennen, denn viele Fische sind spirituell, liebe Fische, das werden sicherlich viele von euch auch selbst wissen, vor allem wenn sie natürlich spirituell sind. Es kann hier gut sein, dass ihr Zeichen bekommt. Es kann auch sehr, sehr gut sein, dass ihr euch durch Zeichen immer wieder motivieren lässt, liebe Fische. Und dafür sind tatsächlich auch Zeichen da. Mit den 10 der Kelchen zu den 7 der Stäben zu dem Mond hier unten, beziehungsweise eben auch zu der Spiegelung zum Stern, sehe ich hier sehr, sehr deutlich, dass man hier dadurch, dass man hier immer wieder angefeuert wird, dadurch, dass man immer wieder vielleicht auch Doppeluhrzahlen sieht, vielleicht aber auch immer wieder den Namen des Gegenübers liest oder hört, vielleicht auch wiederkehrende Träume, vielleicht sogar Visionen natürlich hat, von einem bestimmten Ziel, welches ihr euch hier gesteckt habt. Auch wenn es schwer erscheint, dieses Ziel erreichen zu können, auch wenn vielleicht der Weg noch sehr weit ist dorthin oder euch weit erscheint, aufgeben ist hier keine Option, das ist schon mal das Erste. Und zweitens meine ich, dass ihr durch gewisse Zeichen, durch gewisse Signale bestätigt werdet in eurer Vision, in eurem Traum, beziehungsweise fast schon so etwas wie beflügelt oder motiviert werdet. Das sehe ich hier für viele von euch ebenfalls. Eine Klärung zu der Königin der Münzen. Und wiederum der Stern. Interessant. Den Stern haben wir hier doppelt, liebe Fische. Und der Stern kann für Klarheit stehen. Er spricht deutlich von der Wunscherfüllung oder von dem Ziel, welches man sich hier gesteckt hat. Es ist aber weiterhin, wie auch gerade gesagt, hier mit dem Mond oder neben dem Mond, Spiegelung, Trigger, eine spirituelle Karte. Und viele von euch erhalten einen gewissen inneren Frieden, eine gewisse innere Ruhe durch beispielsweise die Spiritualität. Das ist auch hier die Spiegelung.
Möglicherweise legt ihr euch selbst Tarotkarten, liebe Fische. Und was ihr dort seht in eurem ausgeteilten Kartenblatt, das stimmt euch fröhlich, das motiviert euch, das beruhigt euch möglicherweise auch und bringt euch wieder in eine gewisse innere Balance. Vielleicht sind es natürlich auch Readings, die ihr anseht. Ja, das muss jetzt nicht dieses sein, das kann diverses, das können viele tatsächlich sein oder diverse Readings tatsächlich sein. Aber diese beruhigen euch auf eine gewisse Art und Weise. Diese bringen euch wieder auf den Boden, beziehungsweise bestätigen euch in euren Absichten und in euren Vorhaben. Wenn ihr wisst, was ich meine. Das kann natürlich auch so etwas wie Handlesen sein. Prophezeiungen können das sein. Horoskope können das sein. Etc. Etwas Spirituelles hat hier doch einen Einfluss auf viele von euch. Ich sehe hier einen positiven Einfluss, der euch motiviert, der euch euer Ziel vielleicht auch klarer verdeutlichen kann. Denn der Stern spricht auch von der Klarheit und vor allem hier in dieser gegenteiligen Energie, das Unklare wird zum Klaren. Und das kann hier für viele von euch auch etwas derartiges sein, dass man sich seines Weges sicherer werden kann durch das Erlangen der inneren Balance, durch die innere Ruhe oder tatsächlich per se durch die Spiritualität. Eine Klärung zum Ritter der Münze. Das ist die 9 der Kelche. Jetzt haben wir hier tatsächlich alle drei Wunschkarten, liebe Fische. Und es geht hier unweigerlich um einen Wunsch, den ihr verfolgt. Es ist hier eine Wunschkarte, der Stern, haben wir sogar doppelt, ist eine Wunschkarte. Und die 10 der Kelche ist auch eine Wunschkarte, beziehungsweise ein hochgestecktes Ziel, welches man sich hier gesteckt hat. Mit den 9 der Kelchen auf den Ritter der Münzen sehe ich deutlich, dass für viele von euch diesen Wunsch einen ganz bestimmten Menschen betrifft, beziehungsweise ist dieser ganz bestimmte Mensch für viele von euch das hochgesteckte Ziel, welches teilweise in weiter Ferne zu sein scheint, welches für manche von euch, und das ist jetzt der Vergangenheitsaspekt, vielleicht auch schon in der Vergangenheit erreicht wurde und dann kann etwas schiefgelaufen sein. Das war dann aber in der Vergangenheit, da habe ich hier jetzt leider keinen Einblick, aber das kann ich mir für viele von euch tatsächlich auch vorstellen. Ich meine, ihr möchtet hier zu einem Menschen durchdringen, zu einem Menschen gelangen und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Mensch teilweise abgeneigt sein könnte, eurem Ersuchen nachzugehen, teilweise vielleicht sogar blockiert, distanziert oder ja, sich vielleicht sogar desinteressiert zeigt. Das kann ich mir vorstellen. Ich bin mir aber auch sehr sicher, dass das Umstände sind, die euch nicht unbedingt davon abhalten, weil ihr diesen tief empfundenen Wunsch, dieses Ziel eben in euch tragt. Und da trotzt man hier tatsächlich jeglichen Widrigkeiten. Wenn ich den Ritter der Münzen als eure Energie deuten kann, und ich bin mir nicht sicher, ob das eure Energie ist oder die eines Gegenübers, da kann ich sagen, der Ritter der Münzen ist jemand, der wahrscheinlich jeden Marathon für sich entscheiden würde. Das ist nicht der schnellste, es ist tatsächlich der langsamste aller Ritter, wie vorhin schon gesagt. Es ist aber auch der belastbarste und der beständigste aller Ritter. Diesen Menschen hier, den geht nach der halben Strecke die Puste aus, in den meisten Fällen. Der hier hält bis zum Ende durch, auch wenn er erstmal aufholen muss. Aber er wird am Ende die Zielflagge schwenken oder die Ziellinie überqueren können. Und darauf kommt es euch an. Nach einer gewissen Zeit, in der eventuell man hier auch etwas mehr auf den Körper oder auf die innere Stimme hören soll, liebe Fische. Denn viele von euch haben ein Ziel. Viele von euch wollen dieses Ziel so schnell wie möglich erreichen. Möglicherweise ist man auch etwas ungeduldig oder hochmütig, wie auch schon vorhin gesagt. Und durch dieses Blockieren, durch dieses Distanzieren, durch dieses Abgeneigtsein tatsächlich, kann ich mir gut vorstellen, dass das hier der Fall ist, lassen sich viele von euch zwar nicht aufhalten, es ist aber deutlich eine Strapaze für euch. Es belastet euch, es macht euch mürbe bzw. träge. Und da ist es tatsächlich für viele an der Zeit, hier mal ein bisschen einen Gang zurückzuschalten, ein bisschen mehr auf den eigenen Körper, auf die eigene Stimme, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten, vor allem auf die eigene Gesundheit. Und teilweise macht man hier weiter natürlich, aber dann vielleicht nicht mit Vollgas, sondern vielleicht mit angezogener Handbremse, beziehungsweise nicht im 6. Gang, sondern im 4. Gang oder etwas derartiges. Natürlich ist das metaphorisch gemeint. Nochmals das Ast der Stäbe.
Ihr seid hier unaufhörlich tatsächlich dabei, euer Ziel erreichen zu wollen. Und zwar koste es, was es wolle, liebe Fische. Und diese gewollten Veränderungen, die stehen hier im Outcome an, mit dem Tod dargestellt. Doppelass der Stäbe im Outcome bedeutet Initiative, Kreativität, Neustart, der angestrebt ist, beziehungsweise werden hier viele von euch weiterhin auch handeln. Man steckt hier nicht zurück, man wird nicht tatenlos, beziehungsweise man gibt nicht auf. Das ist definitiv hier nicht angezeigt, dass man aufgibt. Und ich bin hier sehr, sehr gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Ich möchte mir diese Karten natürlich jetzt im weiterführenden Reading genauer anschauen. Hoffe dann auch, dass ich noch ein paar mehr Einblicke gewährleisten kann, vielleicht auch einige Prognosen anstellen kann, wie es potenziell weitergeht in dieser Situation. Und wenn ich hier eine Situation von euch aufgegriffen habe, liebe Fische, wenn ihr sagt, dieses Reading resoniert für euch, es ist eure Situation und ihr seid ebenso gespannt auf das weiterführende Reading, ihr könnt es natürlich gerne annehmen. Unten in der Infobox, der erste Link führt euch dorthin. Es ist natürlich nach wie vor kein Muss. Unabhängig von diesem Reading wünsche ich euch einen schönen April weiterhin, liebe Fische. Bleibt stabil, bleibt gesund, bleibt vor allem fokussiert und ausdauernd. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen, liebe Fische. Und bis dahin, macht es gut.